nachdem das ein paar Leute waren, die hier Dinge geebnet haben, auf den Weg gebracht haben. Traditionell wird der Wirbelsäulenchirurgie in drei Disziplinen in der Medizin betrieben. Das ist einmal die Neurochirurgie, die Orthopädie und die Unfallchirurgie, die ja als Fächer ein bisschen miteinander verwachsen sind. Und wenn wir anschauen, wie vor 20 Jahren die Verteilung war, so war in der Neurochirurgie die Wirbelsäulenchirurgie überwiegend Dekompressionen, das heißt Entlastungen des Spinalkanals bei Verschleißerkrankungen, bei Tumoren. Dann die intradurale Chirurgie, das heißt all das, was innerhalb der Rückenmarksschläuche war, der Rückenmarkshäute war, wurde in der Neurochirurgie mikrochirurgisch operiert. Und in manchen Zentren die Traumaversorgung und Verletzungsversorgung der Halswirbelsäule. Die Orthopädie war damals bekannt für die große instrumentierte Wirbelsäulenchirurgie, heißt Anlage von Schrauben, Verschraubungen, Versteifungen, Korrekturen von Deformitäten. Und das, was ich Ihnen hier reingenommen habe, ein Beispiel einer Skoliose, das war klassisch orthopädische Wirbelsäulenchirurgie vor 20 Jahren. Und wenn wir in die Unfallchirurgie blicken, da wurde damals das versorgt, was der Name beinhaltet, Unfälle der Wirbelsäule, sprich Frakturen, Brüche der HWS, BWS oder LWS. So sah das vor 20 Jahren aus. Wo fand das statt? Welche Kliniken haben das gemacht? Und in der Neurochirurgie gab es Wirbelsäulenchirurgie eigentlich immer und in allen Kliniken, weil das was, diese Dekompression, was Neurochirurgisches war. In Orthopädien eher weniger und in Unfallchirurgien auch weniger. Und das ist deutlich gewachsen, das hat deutlich zugenommen. Und von diesem Zeitpunkt an, vor 20 Jahren, haben wir eine sehr schnelle Weiterentwicklung der Wirbelsäulenchirurgie. Diese Fächergrenzen verschwimmen, das wächst alles zusammen und wir haben eigentlich eine gemeinsame moderne Wirbelsäulenchirurgie über Fächergrenzen hinweg, die die Neurochirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie gleichermaßen betrifft. Und am Ende des Vortrags werde ich Ihnen noch zeigen, wie wir das in Mainz machen. Was behandeln wir grundsätzlich? Welche Teilthemen betreffen die Wirbelsäulenchirurgie? Und hier ist einer der großen Blöcke oder die Nummer eins eigentlich degenerative Erkrankungen, das heißt Verschleißerkrankungen. Das sind die häufigsten Indikationen, an der Wirbelsäule operativ tätig zu werden. Das ist das, was wir dabei operieren. Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenosen habe ich Ihnen vorher schon genannt, dass das eine sehr häufige Indikation für eine Operation ist. Aber auch degenerative Instabilitäten. Wenn die Wirbelsäule aus Verschleißursache anfängt zu wackeln, instabil zu werden, ist das was, was man operiert. Und aus diesen Instabilitäten können letztendlich degenerative Fehlstellungen resultieren, die wiederum auch operativ versorgt werden. Und das, was Sie hier sehen, ist einmal ganz klassisch, großer Bandscheibenvorfall der Etage LW3-4. Das ist eine Spinalkanalstenose, wo der Spinalkanal, der normalerweise etwa so groß und rund wäre, hier zusammengeschrumpelt ist auf einen kleinen Teil. Und das ist ein sogenanntes degeneratives Wirbelgleiten, wo LW4 über LW5 abgleitet, was auch eine Verschleißerkrankung sein kann. Weiterer Punkt, Tumoren. Die Tumorchirurgie in der Wirbelsäulenchirurgie nimmt enorm zu. Wir diagnostizieren aufgrund besserer Bildgebung immer mehr Tumoren. Tumorbehandlungen an sich werden immer besser, sodass Patienten, die eine Tumorerkrankung haben, ihre Wirbelsäulenmetastasen erleben in der Tumorerkrankung, sodass wir heute viel mehr Metastasen operieren, als das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und hier in der Tumorchirurgie die Metastasen das häufigste sind, häufig operative Indikationen darstellen, aus Gründen wie neurologischen Defiziten oder einer Instabilität der Wirbelsäule. Was eine Rarität ist und man wenig sieht auch heute, sind primäre Wirbelsäulentumoren, also primäre Knochentumoren, die in die Gruppe der Sarkome gehören, die weiterhin seltene Erkrankungen sind und weiterhin selten zu Indikationen für eine Operation führen. Entzündungen. Und hier muss man auch sagen, wir sehen heute deutlich mehr Entzündungen, als das früher der Fall war. Wir haben eine Zunahme der Infektionen an der Wirbelsäule, Zunahme der Infektionen des Spinalkanals, Versorgen, die ist wesentlich häufiger, als das früher der Fall war. Was wir weniger sehen, sind chronisch entzündliche Erkrankungen wie rheumatoide Arthritiden, die zu typischen Veränderungen an der Wirbelsäule führen. Hier sind die konservativen oder medikamentösen Therapien dieser Erkrankung inzwischen so gut geworden, dass wir die Wirbelsäulenveränderungen kaum noch sehen. Aber Infektionen nehmen zu, wir sehen immer mehr an infektiösen Wirbelsäulenproblemen. Verletzungen, eine Spektrumsänderung in den Verletzungen, aber es ist weiterhin ein Thema, dass wir Verletzungen in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule behandeln in der Wirbelsäulenchirurgie. Das Änderung des Spektrums hat dahingehend stattgefunden, dass wir weniger Verletzungen polytraumatisierter junger Patienten haben, mehr Verletzungen in einer eher älteren Bevölkerungsschicht durch Stürze, die dort zu Wirbelsäulenverletzungen führen können. Deformitäten ist weiterhin ein Thema. Skoliosen, die versorgt werden, idiopathisch, also angeborene Skoliosen und
Das ist klassisch neurochirurgischer Teil der Wirbelsäulenchirurgie, die intraduralen Pathologien, die aber eine kleine Nische sind, eine seltene Erkrankung darstellen, wie dieser hier große Rückenmarkstumor, der hier im oberen Bereich des Halsmarks gelegen ist. Das sind die axialen Bilder dazu. Das ist ein großes Ependymom, was sagen wir, klassisch in der Neurochirurgie behandelt wird. Wie operieren wir? Welche Teilaspekte der Operation gibt es? Und da gibt es vier wesentliche Punkte. Und das ist einmal die Dekompression, das heißt, den Spinalkanal zu erweitern, Druck auf Nerven zu reduzieren, damit Schmerzen zu reduzieren, neurologische Ausfälle zu reduzieren. Gibt es unterschiedliche Techniken, das ist nochmal hier für die LWS aufgeführt. Das andere ist, wir stabilisieren, da wo es Instabilitäten gibt, degenerative oder auch erworbene Instabilitäten durch ein Trauma. Wir fusionieren Instabilitäten, das heißt, man muss unterscheiden, das eine ist die Stabilisierung, wenn man dort Schrauben reinmacht und das erstmal primär stabil macht. Das, was man dann erreichen möchte, ist, dass die Wirbelsäule tatsächlich miteinander versteift, verwächst. Und als letzten Punkt, wir versuchen auch, Stellung der Wirbelsäule insgesamt wiederherzustellen und Deformitäten zu korrigieren. Gut, was haben wir jetzt aber in den letzten 20 Jahren tatsächlich für technische Entwicklungen? Was hat uns weitergebracht? Und ein wesentlicher Punkt sind Implantate. Wir haben heute ganz andere Implantate, als das vor 20 Jahren der Fall war. Implantate, die wir wesentlich modularer, wesentlich sicherer implantieren konnten, als vor 20 Jahren war. Das ist ein Fixateur intern, also so eine interne Stabilisierung mit einem Schraubenstabsystem. Und das war der erste Fixateur intern, der 1982 in Basel implantiert wurde. Damals ein sehr rustikales System, was implantiert wurde, sehr rustikale Schrauben, hinten diese Stangen dran gemacht. Es sieht fast aus, als wenn es von einem Installateur wäre. Das hat sich deutlich weiterentwickelt. Und die Implantate, die wir heute haben, sind filigran aufgebaut, modular. Wir haben ganz unterschiedliche Materialien auch. Das ist das üblicherweise sind das Titanimplantate, die wir verwenden, während das früher Stahl war. Haben Schrauben, die unterschiedliche Größen haben, die wir perkutan, das heißt durch die Haut, durch wirklich kleine Inzisionen implantieren können, um eine Wirbelsäule zu stabilisieren. Wir haben zementierbare Schrauben, um Stabilität zu erhöhen. Wir haben ventrale Verfahren, um hier die Wirbelsäule ventral abzustützen, auch mit solchen Implantaten, die wie so eine Art Wagenheber funktionieren. Und, Herr Brockmann hat es schon angekündigt, wir haben ganz neue Materialien, die heutzutage auf dem Markt sind, die seit einigen Jahren erhältlich sind. Das ist eine solche Schraube, wo man schon erkennt, die ist schwarz, das sieht irgendwie nach Carbon aus. Das ist eine carbonfaserverstärkte Peak-Schraube. Und diese Schrauben, wurde vorher auch schon angesprochen, sieht man in den Bildern quasi fast gar nicht mehr. Das ist eine implantierte Pedikelschraube hier, die man nur noch an dem Marker in der Schraubenspitze erkennt. Und das ist hier ein kompletter Fixateur, wo man nur noch die dorsale Stange dazu erkennt. Das ist eine Stabilisierung der Wirbelsäule. Und das spielt insbesondere bei Tumorpatienten eine entscheidende Rolle. Man sieht hier einmal dargestellt den Unterschied, das ist die reguläre Titanschraube, das ist so eine carbonfaserverstärkte Peakschraube. Und das sind sogenannte Artefakte, also diese Bildstörungen, die entstehen, wenn Sie eine Titanschraube haben. Diese Bildstörungen fehlen bei der nicht sichtbaren Carbonfaser-Peakschraube. Und das macht einen erheblichen Unterschied, wenn Sie diese Patienten bestrahlen. Wenn Sie eine Bestrahlung planen, für die Planungsbilder für den Strahlentherapeuten, als auch wenn Sie die Bestrahlung durchführen, weil das strahlenabsorbierende Materialien sind, die vermeiden, dass die Bestrahlung dahin kommt, wo sie eigentlich hin soll. Sodass das eine Technik ist, die momentan bei uns bei den Behandlungen von spinalen Tumoren regelmäßig zum Einsatz kommen, wenn wir dort stabilisieren müssen. Auch für die Halswirbelsäule haben wir neue Implantate. Wir haben auch hier langstreckige Implantate, die uns ermöglichen, die Halswirbelsäule von ventral abzustützen. Wir haben Schraubenmaterialien, die uns ermöglichen, überall in die filigrane Halswirbelsäule Schrauben zu platzieren, wo wir stabilisieren müssen, wo wir die Halswirbelsäule möglicherweise korrigieren müssen in einer Stellung, und da eben überall in der Regel relativ wenig Knochen zur Verfügung haben, wo wir filigrane kleine Implantate brauchen, die dennoch ausreichend stabil sind, um eine solche Halswirbelsäule zu stabilisieren, um das von vorne, wie hier gezeigt, oder auch von hinten, wie hier in den Diagrammen gezeigt, durchführen zu können. Neben den Implantaten haben wir aber auch eine ganze Reihe neue operative Zugangswege. Und das ist ja einmal exemplarisch gezeigt für eine lumbale Fusion, das heißt, das Ziel, die Lendenwirbelsäule knöchern zu versteifen, ein Segment dazu zu führen, dass es miteinander verwächst. Und der Klassiker früher dafür war eine posterolaterale Fusion, das heißt, man hat von hinten, hier ist die Wirbelsäule, das ist hinten, hier ist vorne, man hat von hinten aufgemacht und hinten an die Wirbelsäule ordentlich Knochen angelagert, den man dann noch aus dem Beckenkamm genommen hat, was zusätzlich relativ unangenehm war. Was wir heute machen, wir haben andere Techniken.
posteriore lumbale interkorporelle Fusion, wo wir zwischen die Wirbelkörper gehen, von hinten kommend, und dort kleine Cages, kleine Platzhalter platzieren können. Wir haben andere Technik, wo man durch das Foramen geht und hier schon mal etwas größere Platzhalter platzieren kann, in den Zwischenwirbelraum vorne, wie hier dargestellt, zwischen zwei Wirbelkörper, dass das miteinander fusioniert. Wir haben die Möglichkeit, von vorne zu kommen, über eine anteriore lumbale interkorporelle Fusion, wo man letztendlich, der Pfeil stimmt nicht ganz, weil der so außen rum geht, das ganze Bauchfell zur Seite nimmt, um von vorne einen Zugang zur Wirbelsäule zu schaffen. Und wir haben die Möglichkeit heute von lateral, extrem laterale lumbale interkorporelle Fusion, heißt der Zugang, dort in Zwischenwirbelräume andere Implantate einzubringen, die die Wirbelsäule stabilisieren. Und das, was wir damit, die Möglichkeiten, die wir damit gewonnen haben, ist, dass wir einmal so kleine Platzhalter einbringen können, bis hin zu großen sogenannten Aleph Cages, die im Zwischenwirbelraum liegen, die Wirbelsäule abstützen, stabilisieren und damit wesentlich bessere Verhältnisse schaffen für eine Fusion dieser Etagen, als es in anderen der Fall ist. Und all diese haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, aber das sind unterschiedliche Techniken, die uns heute zur Verfügung stehen, unterschiedliche Zugänge, die uns zur Verfügung stehen, um je nach Patientensituation, je nach Knochenqualität dort unterschiedliche Implantate einzubringen. Gut, als nächstes möchte ich Ihnen ein ganz neues Konzept zeigen, wie man versucht, Wirbelsäule zu behandeln heutzutage. Und während es so die klassischen Konzepte waren, wenn sich ein bewegliches Segment an der Wirbelsäule schmerzhaft ist, dann muss man das versteifen, dann ist der Schmerz weg. Und ein neues Konzept, das es hierzu gibt, ist dieses Non-Fusionskonzept. Das bedeutet, dass man versucht, aus einem schmerzhaft beweglichen Wirbelsäulensegment die schmerzhafte Bewegung rauszunehmen und es gerade so festzumachen, dass es nicht mehr schmerzt, aber nicht ganz steif ist. Eine sogenannte Non-Fusions-Stabilisierung. Und dieser Bewegungserhalt macht einmal die operative Versorgung etwas einfacher, etwas weniger komplex und hat den Vorteil, dass man die Gesamtstatik oder Gesamtbeweglichkeit der Wirbelsäule nicht so ausgeprägt verändert, wie man das mit einer Versteifung tut. Und die unterschiedlichen Dinge, die es dafür gibt, sind einmal Bandscheibenprothesen, möchte ich Ihnen im nächsten Bild zeigen, als Ersatz einer verschlissenen, degenerierten Bandscheibe. Es gibt pedikelbasierte Stabilisierungssysteme und das ist hier gezeigt. Beim normalen Fixateurintern sind diese Schrauben rigide. Und in diesem System lassen sich die Schrauben von oben nach unten bewegen. Das heißt, wenn Sie die einbringen, kann der Patient die Wirbelsäule um diese beweglichen Schrauben auch etwas bewegen. Und es gibt die Möglichkeit, sogenannte interspinöser Spreizer, die auch pathologische Beweglichkeit rausnehmen. Und durch diese Modelle können Sie eben, durch diese Implantate können Sie die Wirbelsäulenbeweglichkeit so weit reduzieren, dass der Schmerz behandelt ist, aber die Wirbelsäule in diesem Bereich, der behandelt ist, nicht komplett versteift ist. Und ein Konzept dazu waren eben diese Bandscheibenprothesen auch, die es für die HWS gibt, die es aber auch für die Lendenwirbelsäule gibt, die versuchen sollen, hier sogar die normale Beweglichkeit eines Bandscheibensegmentes nachzuempfinden, zu modellieren. Und das ist hier mal so eine implantierte Bandscheibenprothese. In diesem Bereich wäre normalerweise die reguläre Bandscheibe drin. Wenn ein junger Patient einen Bandscheibenvorfall hat, ist er ein typischer Kandidat für eine Bandscheibenprothese, wenn man ihn operieren muss. Und so sieht das dann aus, wenn hier so eine Prothese implantiert ist. Und das ist letztendlich eine Art gleitendes Kugelgelenk, das es ermöglicht, dieses Wirbelsäulensegment genauso zu bewegen, wie das vorher der Fall war. Dass es funktioniert, dazu gibt es inzwischen sehr viel Literatur, eine ganze Reihe von Untersuchungen, das ist einmal exemplarisch hier gezeigt. Das war die Beweglichkeit vor der OP. Nach der Bandscheibenprothesenimplantation ist es über 84 Monate komplett so erhalten. Und das ist die Alternative dazu. Das klassische Verfahren, was man für einen zervikalen Bandscheibenvorfall verwenden würde, die Versteifung dieser Etage, die dazu führt, dass das Segment nicht mehr beweglich ist. Und der Unterschied, den man daraus bekommt, ist, dass diese beweglichen Segmente längerfristig für den Verlauf des Fortschreitens der Degeneration der Wirbelsäule deutlich besser sind. Die Reoperationsraten weiterer Wirbelsäulenveränderungen sind geringer, was hier gezeigt ist, als wenn man die klassische versteifende Methode verwendet, sodass das ein Verfahren ist, was für einige Patienten doch einen erheblichen Vorteil darstellt. Herr Brockmann hat es bereits angesprochen, ein weiteres Konzept, dem man in der modernen Wirbelsäulenchirurgie verfolgt, ist die Morbidität der Zugänge, also das, was wir durch einen Zugang zur Wirbelsäule an Begleitschaden haben, an Muskulatur, an Bändern, soweit es geht, zu reduzieren. Das heißt, auch hier versuchen wir minimalinvasive Verfahren zu verwenden, das ist weniger
Schlüssellochtechnik, wie es bei anderen Dingen vielleicht der Fall ist. Aber man versucht, diese Zugänge möglichst klein zu halten und Techniken zu verwenden, über ein wenig Gewebeschaden außenrum an die Wirbelsäule zu kommen. Und das sind hier ein paar Beispiele. Das ist eine Endoskopie für den lumbaren Bandscheibenvorfall, wo Sie einen Schnitt haben, der ist gerade einen halben Zentimeter lang. Das ist ein Tubenzugang zur Wirbelsäule, wo Sie durch eine Art Röhrl an die Wirbelsäule kommen. Und dieses Röhrchen hat einen Durchmesser von 1,5 Zentimeter, ist dann wiederum knapp 6-7 Zentimeter lang. Aber dadurch können Sie an der Wirbelsäule arbeiten. Sie können perkutan, das heißt durch die Haut, über kleine Schnitte, komplexe Implantate einbringen, wie man hier sieht, hier Pedikelschrauben einbringen. Oder auch, das ist ein 3-Zentimeter-Schnitt in der Flanke, darüber in die Wirbelsäule kommen und dort ein Segment versteifen. Und der Vorteil ist, dass Sie wesentlich weniger Muskeltrauma haben, wesentlich weniger Blutverlust haben, Schmerzmittelbedarf haben. Diese Patienten, die so behandelt sind, wesentlich kürzer immobilisiert sind und eine wesentlich kürzere Erholungszeit brauchen, um sich letztendlich von einem auch komplexen Wirbelsäuleneingriff dann wieder ausreichend zu erholen. Und worin das münden kann, ist auch ein weiteres Konzept, was jetzt gerade verfolgt wird, ist das sogenannte Rapid Recovery Konzept, dass man tatsächlich versucht, Patienten, die an der Wirbelsäule operiert sind, so schnell es geht, wieder auf die eigenen Beine zu stellen, so schnell es geht, wieder in das normale Umfeld zu bringen und Konzepte entwickelt hat, die sowohl die operative Zugangsmorbidität reduzieren, als alles perioperative Sonstige so ideal wie möglich zu gestalten, um Patienten möglichst schnell wieder aus dem Bett heraus zu haben und in ihre normale Umgebung nach Hause entlassen zu können, weil wir inzwischen wissen, dass sich diese Patienten deutlich schneller erholen, als wenn wir das nicht machen. Und das ist ein Konzept, was wir hier gerade zusammen mit den Kollegen der Orthopädie und Unfallchirurgie einführen. Gut, dann eine wesentliche Entwicklung, die uns weitergebracht hat, ist die spinale Navigation. Bedeutet, wenn Sie die Wirbelsäule freilegen im OP und drauf blicken, blicken Sie auf was Zweidimensionales und haben dahinter ein dreidimensionales Objekt. Und es kann teilweise relativ schwierig sein, dort Implantate einzubringen, wenn Sie vom zweidimensionalen Blick nicht wissen, was dahinter passiert, in welche Richtung dieser Pedikel tatsächlich geht, wo die Schraube rein muss. Und das hat sich seit Mitte der 2000er Jahre etabliert, dass wir Navigationssysteme in der Wirbelsäulenchirurgie intensiv zum Einsatz kommen. Das bedeutet, dass wir Instrumente haben, die von einem Kamerasystem getrackt werden und wir im OP einen Bildschirm haben, der uns anzeigt, wenn wir das Instrument hier draufsetzen und eine Schraube so platzieren würden, würde die Schraube diesen Weg nehmen. Und dies können wir verwenden für eine ganze Reihe von Implantationen an der Wirbelsäulenchirurgie, in der HWS, BWS oder LWS, um hier Implantate einzusetzen und eine wesentlich bessere Kontrolle davon zu haben, wo gehen diese Implantate hin, wo sind sie tatsächlich positioniert, liegen sie korrekt, um zu vermeiden, dass wir A, Implantate korrigieren müssen hinterher, B, einen Schaden zuzufügen, weil wir mit einem Implantat im Spinalkanal sind, an der Nervenwurzel sind und dadurch einen Schaden zufügen können. Und dass das sehr gut funktioniert, gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten, die das zeigen. Das ist mal ein Vergleich mit Navigation ohne Navigation. Genauigkeit von Pedikelschrauben ohne Navigation 90% korrekte Lage, mit Navigation 95% korrekte Lage. Das ist die LWS und an der HWS spielt das eine große Rolle. Hier erreichen Sie mit der Navigation 99% ganz korrekt liegende Schrauben, sodass man hier klar sieht, dass die Navigation hier einen Vorteil darstellt und uns tatsächlich eine Verbesserung bringt. Macht das auch einen Unterschied für den Patienten, für sein Ergebnis, für das Risiko, Komplikationen zu erleiden? Ja, auch da macht es einen Unterschied. Das ist eine Arbeit, die sich betrachtet hat, Komplikationen nach Implantateanlagen navigiert, mit oder ohne Navigation. Und wir sehen ganz klar hier unten Favors Navigation, dass Patienten, die mit Navigation implantiert werden, tatsächlich ein geringeres Risiko haben, dass ein Schaden dadurch entstehen kann, dass es eine Fehllage von Implantaten gibt. Und was bedeutet das für den Operateur? Und hier haben wir als Operateur einen erheblichen Vorteil. Der weitere Schritt, was wir durch diese Navigation erreichen, wir brauchen keine intraoperative Durchleuchtung mehr, wir brauchen keine Strahlen mehr. Und das ist für den Patienten auch ein gewisser Vorteil möglicherweise, aber noch mehr für den Operateur, der jeden Tag dieser Strahlenexposition ausgesetzt ist und quasi eine chronische Low-Grade-Strahlenexposition hat, von der wir noch gar nicht wissen, was eigentlich passiert. Und das haben wir selber mal untersucht, ob wir eine erhebliche Reduktion der Bestrahlung der Operateure haben, wenn wir Navigation verwenden. Und da konnten wir sehen, dass wir so digitale Dosimeter verwenden, dass wir eine 8- bis 10-fache Reduktion der Strahlenbelastung des Operateurs durch eine Navigation bekommen, sodass das auch für den Operateur selber ein erheblicher Vorteil ist. Wenn wir jetzt dieses Konzept Navigation
Anleitungen oder bildgestützte Steuerungen, wo platziert man Implantate, weiterdenkt, dann landet man bei diesem Thema Robotik. Und das ist ein Thema, worüber gerade ganz, ganz viele Leute in der Wirbelsäulenchirurgie reden, weil man sich fragt, wo geht das tatsächlich hin? Und immer wieder versucht, Konzepte zu entwickeln, wie das weitergehen kann. Das, wo wir momentan stehen, ist, dass wir kleine, nicht autonome, also passive robotische Systeme haben, die uns zeigen, wo ist eine vorgeplante Trajektorie zur Wirbelsäule, wo ist eine vorgeplante Richtung, wo man ein Implantat in die Wirbelsäule legen sollte. Das ist ein kleiner Roboter, den man direkt auf der Wirbelsäule aufbringen kann, wie das hier gezeigt ist, und mit einem Arm dann ein Trajekt, das man vorher geplant hat, anzeigt und uns so hilft, auch Implantate in die Wirbelsäule einzubringen mit einer hohen Sicherheit und hohen Genauigkeit. Und dass das funktioniert, haben wir auch in der Arbeit hier zeigen können, dass wir da einen erheblichen Vorteil haben, wenn wir das verwenden versus der herkömmlichen Standarddurchleuchtung im OP. Und ein weiterer Punkt, der sich sehr verändert hat, ist das, was wir, das waren jetzt technische Dinge, eine weitere technische Sache, die wir im OP haben, intraoperative Bildgebung. Da hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel entwickelt. Das ist inzwischen normal geworden, ist nicht nur einen normalen Ziehbogen im OP zu haben, wenn man die Wirbelsäule visualisieren will, sondern zumindest einen dreidimensionalen Ziehbogen hat, der mit einem einer Orbitalbewegung Rotationsbilder von der Wirbelsäule aufnimmt und damit eine 3D-Rekonstruktion der Wirbelsäule darstellen kann, bis hin dazu, dass es in manchen OPs jetzt CTs oder auch MRTs gibt, die dort in der Wirbelsäulenchirurgie zum Einsatz kommen. Und das, was wir damit erreichen, ist, dass wir wesentlich besser Implantate platzieren können, weil wir die Patienten, bevor wir Implantate platzieren, ein Bild machen, das zur Navigation verwenden, dann die OP-Prozedur durchführen und am Ende der Prozedur gleich nochmal eine Kontrolle machen können, liegen die Implantate korrekt, ja oder nein, müssen wir eventuell was korrigieren, ja oder nein, und nicht möglicherweise in eine zweite OP gehen müssen, um einen korrektiven Eingriff durchzuführen. Ein weiteres Konzept, sagittale Balance, von den Franzosen Anfang der 2000er Jahre eingeführt worden, dass wir gelernt haben, wie wichtig es ist, wie die Wirbelsäule tatsächlich im Raum steht und welche Bedeutung es spielt, ob jemand eine solche Wirbelsäulenkrümmung hat, eine solche oder eine von Haus aus relativ krumme Wirbelsäule schon, die aber noch gut balanciert im Raum steht, weil dieser Patient, auch wenn er eine solche Krümmung der Wirbelsäule hat, immer noch balanciert im Gleichgewicht im Raum steht. Wir wissen, dass diese Krümmungen der Wirbelsäule einen Einfluss auf unterschiedliche Erkrankungen haben, dass wir mit diesen eher geraden Wirbelsäulen eher degenerative Veränderungen haben und dass wir mit diesen Veränderungen eher ein Wirbelgleiten kriegen können, eine Ulysthesis, degenerative Stenosen, die daraus aus dieser Instabilität resultieren, dass das unterschiedliche Erkrankungen macht. Und wir wissen auch, wie entscheidend es ist für eine Erholung nach einer Wirbelsäulenoperation, wie die Wirbelsäule steht, dass es unterschiedliche Ursachen einer Fehlstellung gibt und dass man diese Fehlstellungen korrigieren sollte. Das sind mal drei Beispiele, eine degenerative Fehlstellung, wenn man sieht, hier sind die Hüftköpfe dieser Patientin, hier ist die Halswirbelsäule, die hängt massiv nach vorne über, muss das Ganze dadurch kompensieren, dass sie ihre Beine ständig in inflektierter Haltung hat, was sehr anstrengend ist auf Dauer. Das ist entstanden durch degenerative Veränderung, das ist iatrogenbedingt, durch so eine Stabilisierung, auch diese Patientin hängt erheblich nach vorne über ihrem Zentrum und muss das ständig muskulär ausgleichen. Die wird sich nach dieser Operation nicht sinnvoll erholen. Und das ist bedingt durch eine Fraktur, durch eine osteoporotische Fraktur hier in diesem Bereich. Auch hier sieht man, hier sind die Hüftköpfe, die Oberschenkel flektiert, um das irgendwie zu kompensieren. Und der Oberkörper, das hängt alles rüber. Und das sind Veränderungen, die man relativ häufig sieht. Und das sind Veränderungen, die man jetzt auch mit in eine operative Planung aufnimmt, wo wir letztendlich Winkel planen, wo wir planen, wie muss man korrigieren, dass die Wirbelsäule am Ende einer operativen Versorgung wieder in der Balance steht, dass die Halswirbelsäule tatsächlich über dem Sacrum, über dem Kreuzbein steht. Gut, jetzt noch ganz wesentliche Dinge, was wir in den letzten 20 Jahren, wo viel entstanden ist, ist die Evidenz in der Wirbelsäulenchirurgie. Es ist lange darüber gesprochen worden, die Wirbelsäulenchirurgen, die machen das so ein bisschen, wo sie denken, das ist gut, aber so richtig gute Daten dazu gibt es nicht. Und das muss man sagen, in diesem Bereich hat sich sehr viel getan. Wir haben sehr viele große Studien gehabt, die uns ganz klare Informationen darüber gegeben haben, was sollte man machen, was sollte man lieber nicht machen. Das sind ein paar Beispiele, die ich Ihnen zeigen möchte. Eine große amerikanische Studie, die nannte sich über Sport, die Sportstudie, Spine Patient Outcome Research Trial,
die in sehr großen Patientengruppen ganz einfache Fragen untersucht haben. Sollte man einen lumbalen Bandscheibenvorfall tatsächlich operieren? Wann sollte man ihn operieren? Und das, was die zeigen konnten, ist, das sind tatsächlich Patientengruppen, wo so 300 Patienten pro Gruppe drin sind. Wenn Patienten konservativ therapierefraktär sind, das heißt, die haben 6 Wochen konservative Therapie bekommen mit einer Schmerzmedikation, Physiotherapie, wenn es dann nicht klappt, sind die Patienten, die man operativ versorgt, und das ist der Unterschied zwischen diesen gefüllten Symbolen in den Kurven, sind die Patienten, die man operativ versorgt, bis 8 Jahre nach der Operation, solange ist es untersucht worden, besser in ihrem klinischen Ergebnis, als wenn man es erzwingt, weiter konservativ zu versuchen, das zu behandeln. Man muss sagen, dass das eine Erkenntnis, die uns zumindest mal zeigt, ja, es scheint zu funktionieren und es ist auf keinen Fall schlechter, als wenn man operiert, wenn jemand einen lumbalen Bandscheibenvorfall hat, der konservativ nicht adäquat auf die Therapie anspricht. Und das ist das Beispiel lumbale Spinalkanalstenose, das heißt die Verengung des Spinalkanals, was typischerweise belastungsabhängig zu Schmerzen in den Beinen führt, zu Schmerzen im Rücken führt, die für die Patienten sehr stark einschränkend sein können, weil sie in der Gehstrecke vermindert sind. Es kommen Patienten, die sagen, sie können nur noch 10 Meter gehen, dann müssen sie stehen bleiben, sich ausruhen, und dann können sie nach einer Minute wieder 10 Meter weitergehen. Und auch hier gibt es auch Sport Trial mit eingefasst diese Patientengruppe, die uns klar zeigt, dass Patienten, die operativ versorgt werden an einer lumbalen Spinalkanalstenose, dass sie bis 8 Jahre nach der Operation einen erheblichen Vorteil gegenüber den konservativ behandelten Patienten zeigen. Und auch hier ist es so, das sind Patienten, wo wir es auch kennen, die einen erheblichen Vorteil von der Operation haben, nach der Operation erstmals wieder schmerzfrei gehen können. Und das ist ein Effekt, der relativ lange anhält, obwohl die Grunderkrankung der Wirbelsäule, die Verschleißerkrankung, doch voranschreitet. Und dann schaffen es auch wirbelsäulenchirurgische Arbeiten tatsächlich jetzt in das Journal, ins New England Journal of Medicine, was das älteste wissenschaftliche Journal ist, das es in der Medizin gibt. Das sind Arbeiten, die 2016 erschienen sind, die Frage gestellt haben, muss man ein solches degeneratives Wirbelgleiten tatsächlich miteinander versteifen? Muss man da Schrauben reinmachen? Das war eine der klassischen Indikationen für eine Versteifung. Was dabei rauskommt, ist, dass eine amerikanische Gruppe sagt, ja, wahrscheinlich schon. Und auf der anderen Seite, im gleichen Heft erschienen, eine schwedische Gruppe sagt ganz klar, nein, ist nicht notwendig. Und momentan gibt es danach eine ganze Reihe von Arbeiten, die erschienen sind, die alle eher in diese Richtung gehen, dass wir für solche Indikationen eigentlich immer weniger Versteifung brauchen, als es bislang der Fall war, sodass man das hier gut überdenken muss, wenn man noch versteift. Was gibt es in der Tumorchirurgie? Auch hier klare Evidenz, wo wir liegen. Sollte man eine spinale Metastase, die eine Neurologie hat, also die eine beginnende Querschnittssymptomatik hat, operieren oder reicht es, die einfach zu bestrahlen? Und da gab es in den 80er, 90er Jahren Zeiten, wo die bestrahlt wurden, weil man den Eindruck hatte, operativ bringt es nicht. Und das war auch damals auf der Grundlage von Studien, und das ist eine Arbeit 2005, Lancet erschienen, die das auch klar randomisiert untersucht hat und uns zeigt, ja, es bringt einen Vorteil, wenn wir diese Patienten versuchen, möglichst gut zu dekomprimieren, bevor sie in eine Bestrahlung gehen. Es geht nicht ohne Bestrahlung, das ist ganz klar, weil wir die Tumorkontrolle brauchen. Aber wir sollten sie vorher dekomprimieren und dann haben wir einen Vorteil in allen Parametern, die funktionell sind. Das heißt, Erhalt der Gehfähigkeit, Erholung von Blasenmastdarmfunktion, all diese neurologischen Parameter sind besser, wenn wir operativ aktiv sind. Und das noch als ein letztes Beispiel, wo es gut hilft, ist die zervikale Stenose. Also die Stenose an der Halswirbelsäule des zervikalen Spinalkanals. Da war es sehr lange Zeit so, dass man gesagt hat, wenn die Beschwerden nur mild sind, machen wir da lieber gar nichts. Das bringt nichts. Das hat sich geändert und das hat sich auch geändert, nachdem wir sehr große Studien haben, die von der AOS Spine unterstützt waren, sehr große Patientenkohorten untersucht haben. Und wir jetzt wissen, dass es auch dort sinnvoll ist, eigentlich operativ zu behandeln, weil diese Patienten, auch wenn sie vorher nur milde Beschwerden haben, mit etwas Schmerzen, Kribbelgefühlen in den Händen, einer gewissen Ungeschicklichkeit, von einer Operation erheblich profitieren. Und auch wenn die Beschwerden nur mild waren vorher, der Zuwachs oder die Verbesserung an Lebensqualität doch ganz erheblich ist. Und das ist auch wichtig, wir wissen, wo wir nicht operieren sollten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten, die untersucht hat, chronisch unspezifischer Rückenschmerz, das heißt der Rückenschmerz, wo wir keinen Vorfall haben, keine Stenose haben, kein Wirbelgleiten haben, sondern ein bisschen Veränderungen an der Wirbelsäule, aber nichts so richtig Greifbares. Da ist auch viel operiert worden. Da wird auch heute noch teilweise viel operiert, aber eigentlich wissen wir, dass das nicht gut funktioniert für das Gros der Patienten. Das für ganz selektierte Patienten funktioniert. Das sind Arbeiten, die zeigen über 12 Jahre konservative Therapie,
versus operative Therapie des Schwarzen. Das ist so ein ODI, Oswestry Disability Index, der das Ergebnis in so einem Score zusammenfasst. Da sieht man keinen Unterschied. Das bringt nichts und davon sollte man eher die Finger lassen. Das heißt, da stehen wir momentan. Was hat sich in den Fächern oder was hat sich in der Neurochirurgie entwickelt? Wir haben jetzt auch in der Neurochirurgie inzwischen jenseits der reinen Dekompression komplexe instrumentierte Wirbelsäulenchirurgien. Wir richten Fehlstellungen auf, wir richten Deformitäten auf, wir stabilisieren Instabilitäten. Das hat in die Neurochirurgie Einzug gehalten. Gleichermaßen haben dekomprimierende Verfahren, was früher so eine neurochirurgische Domäne war, in der Orthopädie, Unfallchirurgie Einzug gehalten, sodass man sagen kann, die Fächergrenzen verschwimmen. Es gibt eine moderne Wirbelsäulenchirurgie, die eigentlich alle drei Fächer Neurochirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie gleichermaßen betrifft. Und das zeigt sich auch, wenn wir anschauen, wie sich Fachgesellschaften entwickelt haben. Das sind gemeinsame Fachgesellschaften, die ich Ihnen hier nur zeigen möchte. Das ist eine relativ junge und dynamische Disziplin. 1998, das ist die Europäische Wirbelsäulengesellschaft, die gegründet wurde. 2000 die AO Spine und 2006 die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft, die eine Gesellschaft ist, die als wissenschaftliche Gesellschaft, die diesen wissenschaftlichen Austausch pflegt, sehr rapide wächst und aktuell seit der Gründung 2006 jetzt 2000 Mitglieder hat, was für diesen Bereich eine relativ große Mitgliederzahl ist. Und was sich diese Fachgesellschaften als Wesentlichen zur Aufgabe gemacht haben, ist Weiterbildung, ist Ausbildung und ist tatsächlich Wirbelsäulenchirurgie auf dieser wissenschaftlichen Basis durchzuführen, das weiterzugeben. Und da gibt es seit 2008 eine Weiterbildungskommission der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft, die also ein Kursprogramm ins Leben gerufen hat, diese Zertifikate ins Leben gerufen hat, sodass sich Wirbelsäulenchirurgen heute hier zertifizieren lassen können, das auf unterschiedlichem Niveau zertifizieren lassen können und auch Zentren zertifizieren lassen können. Und ich habe es vorher schon gesagt, das wächst zusammen, Neurochirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie. Und am Ende möchte ich Ihnen zeigen, dass wir das auch in Mainz hier so machen. Wir haben jetzt das Universitäre Zentrum für Wirbelsäulenerkrankungen und Verletzungen gegründet. Das ist ein gemeinsames Profilzentrum eben der Neurochirurgischen Klinik und Poliklinik und dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wir behandeln hier gemeinsam Wirbelsäulen mit gemeinsamen Konferenzen, gemeinsamen Konzepten, die dahinter stecken, auf relativ hohem Niveau. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Ja, lieber Florian, vielen Dank für diesen sehr umfassenden Vortrag. Ich denke, da war alles drin, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat. Was gibt es von Ihnen für Fragen? Bitte schön. Gut. Also wir arbeiten gerade eine gewisse Claims, wer was schwerpunktmäßig macht. Als Patient ist es immer so, dass Sie sagen können, ich möchte gerne in der Neurochirurgie oder ich möchte gerne in der Orthopädie behandelt werden. Das ist Nummer eins, da werden Sie da auch behandelt, wenn Sie sich das so wünschen. Wenn wir komplexe, und dann haben wir als zwei Kliniken ein relativ breites Spektrum, was wir in beiden Kliniken gut abdecken können. Wenn wir komplexe Fälle haben, besprechen wir die zusammen. Wir haben ein gemeinsames Wirbelsäulenchirurgisches Board, auch mit Herrn Brockmann zusammen aus der Neuroradiologie, wo wir diese Fälle gemeinsam besprechen, dann auch interdisziplinär entscheiden, was ist am idealsten in der Behandlung, wie sollten wir das am besten machen. Und grundlegend dahinter stehend sind wir gerade, das ist noch relativ jung, das Zentrum, sind wir aber gerade dabei, gemeinsame Konzepte zu erarbeiten als so eine Art Standards, wie behandeln wir was, wie gehen wir hier am Zentrum mit unterschiedlichen Krankheitsbildern um. Ausreichend beantwortet? Nein. Ah,
Einmal rechts, einmal links. Wie findet man einen Konsens? Ja. Naja, letztendlich ist das wie in vielen anderen Disziplinen auch. Sie müssen Dinge diskutieren, Argumente auf den Tisch bringen, für und wieder auf den Tisch bringen. Es ist nicht so, dass einer am Ende die Macht dazu entscheiden, der dann sagt, so, jetzt haben wir 10 Minuten diskutiert, aber wir machen es trotzdem so. So ist es nicht. Es werden sinnvolle fachliche Argumente ausgetauscht und am Ende entschieden, wie es gemacht wird. Und das ist letztendlich in allen anderen Behandlungen auch, ob Sie jetzt über Tumorbehandlungen sprechen oder vaskuläre Behandlungen, die wir im neurovaskulären Zentrum durchführen, da ist das ja auch ähnlich, dass das eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ist, eine Diskussion und am Ende entschieden wird, was der Konsens ist, wie man sowas behandeln würde. Bitte schön, erst die Dame. Ja. 20 Jahre. Also es hat sich nichts Maßgebliches, kein wesentlicher Durchbruch. Dass wie eine Lumbalstenose entsteht, ist im Prinzip, ist es so, dass sie auch degenerative Prozesse in der Bandscheibe, die Bandscheibe Flüssigkeit verliert und dann Höhe verliert. Und Sie wollen hier einschalten. Ja, da komme ich noch drauf, da komme ich her, das kommt. Die Bandscheibe verliert an Höhe und die Bandscheibe verliert an Flüssigkeit und damit sinkt dieses Segment ein bisschen zusammen, was zu einer gewissen Instabilität des Segments führt. Und das Resultierende aus der Instabilität ist, dass Sie einen Anbau bekommen, einen osteoligamentären Anbau, dass sich Gelenke vergrößern, die anders belastet sind, instabil sind, damit vergrößern und den Spinalkanal einengen. Das ist noch der wesentliche Teil oder der wesentliche Schritt, der zu einer Stenose beiträgt. Die Höhenminderung alleine ist es nicht, weil sie in der überwiegenden Zahl der Fälle durch eine Veränderung oder ein Wiederaufstrecken des Ganzen noch keine ausreichende Dekompression erreichen, sondern es sind auch die Veränderungen an den Gelenken, Anbauten an den Gelenken, die dann zangenartig von hinten den Spinalkanal gerade in den Rezessus lateralis einengen. Sie schütteln den Kopf, ist noch nicht ganz... Ja. Ist nochmal ein Bild? Ja. Die Erklärung oder sagen wir, die mechanistische Erklärung, was da jetzt auf Signalebene ist, kann ich nicht sagen. Aber die mechanistische Erklärung ist, dass Sie durch die Höhenminderung eine andere Stellung der Gelenke zueinander haben und ein gewisses Wackeln, eine gewisse Instabilität. Durch andere Belastung an den Gelenken dazu führt, dass an den Gelenken mehr Knochen angebaut wird. Und was ist ventral der Gelenke? Ist das Foramen, durch das die Nervenwurzel rausgeht. Und da wird es eng. Vielleicht ergänzt noch an dieser Stelle, Sie haben ja auch die Bänder, die in dem Spinalkanal laufen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Bandscheibenfächer immer, immer flacher werden, die Bänder sind ja gespannt, solange der Abstand stimmt. Jetzt werden die immer flacher und irgendwo müssen diese Bänder ja hin. Also was machen die Bänder? Die Bänder werden nicht kürzer, sondern die fangen an, sich vorzuwölben. Und sie können sich nur in den Spinalkanal reinwölben. Und das ist halt auch einer der Effekte, der natürlich dazu beiträgt. Die verknöchern nicht zwangsweise alle. Ja, vor einigen Wochen ging durch die Presse ein Bericht über Patienten, die Bandscheibenprothesen bekommen haben und danach aber erhebliche Probleme hatten. Es ging da speziell auch um Bandscheibenprothesen einer, wenn ich mich recht entsinne, britischen Firma, die inzwischen allerdings aufgehört hat. Können Sie da noch etwas dazu sagen? Also das Material dieser Bandscheibenprothesen war nicht stabil genug, sodass die dann also zerbröselten. Und die Patienten dann also erhebliche Probleme bekamen und auch reoperiert werden mussten und so weiter. Nochmal anders zu den Ergebnissen der Bandscheibenprothesen an sich. Man muss unterscheiden HWS-Bandscheibenprothesen, LWS-Bandscheibenprothesen und danach komme ich auf das Bandscheibenmaterialproblem zu sprechen. Die Halswirbelsäulen-Bandscheibenprothesen funktionieren sehr gut. Und wir haben grundsätzlich in den meisten Prothesentypen, die wir kennen, sehr lange Standzeiten, dass die lange gut funktionieren auch. In der Lendenwirbelsäule ist auf der anderen Seite die Zahl der implantierten Prothesen kontinuierlich in den letzten Jahren am Zurückgehen. Weil wir wissen, dass es eine Gruppe von Patienten gibt, die sehr, sehr gut davon profitieren, aber diese Gruppe herauszufinden,
die vorher den Patienten vorher zu identifizieren, der gut von der lumbalen Prothese profitieren wird, ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen, die Indikationsstellung für eine lumbale Prothese ist schwierig und deswegen gehen da die Zahlen deutlich zurück. Was jetzt das Prothesenmaterial angeht, es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Prothesen, die auf dem Markt sind. Die ich Ihnen gezeigt habe, ist eine relativ einfache Prothese, die Metal on Metal ist, also was zwei Metallstücke sind und vom Design, vom Aufbau relativ einfach sind. Es gibt wesentlich komplexer aufgebaute Prothesen, die in der Theorie erstmal gut klangen, weil sie die normale Struktur einer Bandscheibe am besten abbilden und damit erstmal vom Konzept her ideal klangen, wo man aber inzwischen gelernt hat, dass sie durch den Kunststoff, der darin verwendet wird, Probleme machen können potenziell. Wenn Sie einfach strukturierte mechanische Metallprothesen verwenden, ist dieses Risiko quasi nicht da. Wir wissen, dass es Metallabrieb gibt. Der Metallabrieb ist tatsächlich in Patienten gemessen. Das ist da ein teilweise in kleinsten Bereich diese Metalle gibt, die aber hier zu keinen Problemen zu führen scheinen. Und was man nicht machen muss, im Gegensatz zu anderen Prothesen, wenn Sie in den Hüfte denken, wo es in den meisten Fällen ist, dass sie, glaube ich, nach 10, 15 Jahren ausgetauscht werden müssen, ist es eine Halswirbelsäule nicht so. Das, was passiert, wenn die Prothese nicht mehr richtig funktioniert, das Segment versteift und dann hat man das, was die Alternative zur Prothese vorher gewesen wäre, dass es jetzt versteift ist, dass es ruhig gestellt ist, hat aber vorher diese 8, 10, 15 Jahre von Bewegung gehabt in dem Segment. Aber es ist nicht so, dass man das geplant austauschen muss, weil es dann wieder anfängt, Schmerzen zu machen. Bitte schön, einmal hier oben. Wollen Sie sonst gerade erstmal, dann bringe ich das Mikrofon hoch. Fangen Sie ruhig an. Ja, ich habe vor 2 Tagen einen Artikel in der Welt gelesen, dass Rauchen extrem schädlich für die Wirbelsäule ist. Können Sie dazu mal etwas sagen? Und dann noch eine Zusatzfrage. Hier, welche besonderen Risiken gibt es, die einen Bandscheibenvorfall auslösen können? Also, dass das Rauchen extrem schädlich ist, ja, es ist auch da so. Ja. Ich glaube, es gibt da keine Erkrankung, wo es inzwischen nicht auch eine Assoziation zum Rauchen gibt. Das ist an der Wirbelsäule auch ganz klar so. Und das Problem ist, dass sie im Bereich der Deck- und Grundplatten, also der Dehnplatten der Wirbelsäule zur Bandscheibe hin, noch relativ viele kleine Gefäße haben, die durch das Rauchen einfach kaputt gehen, sodass sie die vaskuläre Versorgung, die nutritive Versorgung in diesem Bereich kaputt machen. Das sehen wir, chirurgisch hat es die Konsequenz, dass die Ergebnisse, die Fusionsraten schlechter werden, der Knochen verwächst nicht anständig damit, sodass das schon eine Frage ist inzwischen, wie ausgedehnt man eine Pathologie der Wirbelsäule beim Raucher operiert versus einem Nichtraucher, darüber macht man sich Gedanken und ob man hier extra Stabilität mit Implantaten dazugeben muss versus dem Nichtraucher. Das macht ein Problem und die Zahl der degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen sind beim Rauchen auch mehr, weil einfach die Gefäßversorgung nicht mehr so gut funktioniert. Dann gab es einen zweiten Teil der Frage. Bandscheibenvorfall. Risiken für einen Bandscheibenvorfall, das ist relativ unklar. Man kann nicht sagen, dass es eine sitzende Belastung ist, dass es eine stehende Belastung ist. Das scheint sicherlich irgendwie mit einer Rolle zu spielen, aber man kann keine klare Zuordnung zu einer beruflichen oder habituellen Belastung dem Bandscheibenvorfall geben. Ein wesentlicher Aspekt scheint die Genetik zu sein, wo man auch dran ist, aber das natürlich auch nicht eine monogenetische Sache ist, wo man einen Lokus findet und sagt, daran liegt es, sondern sicherlich eine genetische Prädisposition ist, solche Wirbelsäulenerkrankungen, überhaupt degenerative Erkrankungen zu bekommen. Und dann spielt sicherlich die Belastung mit einer Rolle, wobei dann noch nicht klar ist, was man meiden sollte, was man machen muss, was nicht. Aber alles in allem, was dazu beiträgt, ist unser aufrechter Gang. Was die Genetik angeht, allein manche Menschen haben einen sehr weiten Spinalkanal per se und da stört ein bisschen Bandscheibenvorfall manchmal gar nicht. Und bei anderen, da ist er primär schon eng angelegt und da kann schon ein bisschen Bandscheibe zu großen Problemen führen. Und natürlich sowieso, in welche Richtung sie geht, aber so im Vergleich. Auch die Spinalkanalstenose kann da sehr unterschiedlich starke Auswirkungen haben. Nein. Und es ist keine tatsächlich berufliche Belastung, wo man sagen kann, das ist das typische
fast wie eine Berufskrankheit für eine gewisse Sparte, das sehen wir nicht. Ja, wir sehen ganz unterschiedliche Belastungen, die bei Patienten, die sportlich aktiv sind, Vorfälle bekommen, Patienten, die nie Sport gemacht haben, welche bekommen und auch unabhängig von der Haltung bei der Arbeit. Und dann sehen wir auch eine ganz unterschiedliche Symptomatik dahingehend nochmal, wir sehen teilweise degenerativ massiv veränderte Wirbelsäulen, wo der Patient gar nichts davon hat, überhaupt keine Beschwerden hat. Und dann wiederum Wirbelsäulen, die eigentlich ganz gut aussehen, wo es eine kleine Veränderung in einem Bereich gibt, der den Patienten massiv Probleme macht. Jetzt hatten wir erstmal da oben die Frage. Herr Ringel, eine Frage zu einem ganz anderen Krankheitsbild. Spina bifida. Vor ungefähr 20 Jahren hatten wir in der Frauenklinik mit Herrn Pernetzky zusammen ein Konzept entwickelt für die intrauterine Versorgung von solchen Defekten. Konnte damals aus politischen Gründen und dann auch wegen der Erkrankung von Herrn Pernetzky nicht mehr realisiert werden. Wie ist das weitergegangen, dieses Konzept? Stagnierend, muss man sagen. Also grundsätzlich sind diese ganzen dysraphischen Störungen ja insgesamt von der Inzidenz deutlich auf dem Rückzug. Wir sehen immer weniger dysraphische Störungen, immer weniger Myelomeningozellen, für die es sehr wichtig wäre, die sehr früh operativ zu versorgen. Das einfach durch die Prophylaxe, die werdende Mütter heute einnehmen, haben wir weniger und durch die schon früh einsetzende Intrauterin-Diagnostik. Dieses Konzept, das Intrauterin zu versorgen, wird ja schon über viele Jahre verfolgt und ich höre das, seit ich selber angefangen habe, Neurochirurgie zu machen. In Bonn gab es auch jemanden, der das Intrauterin gemacht hat, versucht hat, Spina bifida zu versorgen. Letztendlich richtig durchgesetzt hat es sich nicht, weil es in der Risiko-Nutzen-Abwägung doch ein Verfahren ist, was wohl zu riskant erscheint, das Intrauterin zu versorgen, als im Vergleich dazu wirklich früh postnatal dann einzusteigen und so eine Ziele abzudecken. Vielen Dank, ja. Der Kollege, Entschuldigung, die Dame erst einmal, dann der Kollege. Was sind denn die häufigsten postoperativen Komplikationen und welchen Stellenwert haben Infektionen? Also die postoperativen Komplikationen sind ganz davon abhängig, was versorgt wird. Wenn man einen lumbalen Bandscheibenvorfall versorgt, dann hat man die üblichen chirurgischen Komplikationen, dass es eine Infektion geben kann, dass es eine Nachblutung geben kann. Der Anteil der schweren Infektionen, und dann müssen wir darüber sprechen, dass es auch nach einem Bandscheibenvorfall eine Spondylodiszitis geben kann, also eine Infektion der Wirbelsäule, ist unter 1%. Die wahrscheinlich eine der typischen, wird immer noch als Komplikation eingeordnet, ist Eröffnung, dass man die Rückmarkshäute aufmacht, das Nervenwasser fließt. Wenn man das adäquat versorgt, hat es für den Patienten keinerlei Konsequenz und wird in der ersten und gleichen Operation mitversorgt. Das ist so einfache Wirbelsäulenchirurgie-Operation eines lumbalen Bandscheibenvorfalls, Infektion 1%. Weitere Dinge, dass tatsächlich ein neurologischer Schaden dabei passiert, ist eine echte Rarität. Und wenn wir jetzt auf das andere Ende des Spektrums der Wirbelsäulenchirurgie gehen, wenn wir zum Beispiel eine degenerative Skoliose versorgen, also eine degenerative Krümmung der Wirbelsäule und die versteifen müssen von der unteren BWS bis auf das Becken runter, wo man viele Schrauben braucht, wo man dann die Wirbelsäule aufrichten muss und gerade stellen muss, dann sprechen wir hier über Operationen, die eine Komplikationsrate von 30% haben und eine Reoperation innerhalb von 2 Jahren von 50%. Das heißt, das ist ein Eingriff, den ich nur jemandem anbieten werde, der massiv von seinem Wirbelsäulenproblem eingeschränkt ist und dem das vorher genau so sage. Und ihm dann sage, wir wissen auch, diese Zahlen sind ganz klar und man muss die ganz klar so nennen. Das ist richtig komplexe Wirbelsäulenchirurgie, die viel Komplikationen macht, eine hohe Komplikationsrate hat. Und das für die Patienten, die das machen, ein schwerer Weg ist über 2 Jahre hinweg. Aber die Patienten, die das brauchen, die das mitmachen, nach diesen 2 Jahren zu 80% oder über 80% sagen, ich bin zufrieden, ich würde es nochmal machen. Also das heißt, hier kommen nur die Patienten in Frage, die tatsächlich massiv eingeschränkt sind durch dieses Problem, das sie vorher haben und dann bereit sind, diesen schweren Weg zu gehen und dann hinterher auch zu sagen, ja, es hat sich dann doch gelohnt. Also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, wo ganz, ganz viel wenig passieren kann, weil wir ganz sichere Eingriffe haben und auf der anderen Seite es Eingriffe kriegt, wo wir wissen, da kann viel passieren und das auch klar so kommunizieren. Aber dieses Risiko, dass man denkt, wann immer man da an die Wirbelsäule geht, habe ich ein sehr hohes Risiko, dass ich einen Querschnitt kriege oder irgendeinen Nerv ausfällt oder so. Das ist heute sehr gering.
ja, weil wir hier auch gute Methoden haben, das elektrophysiologisch zu überwachen, eine Kontrolle zu haben und sich die Techniken so entwickelt haben, dass das wirklich sehr wenig geworden ist. Eine Ursache für die Spina bifida, dass sie seltener geworden ist, ist sicherlich die Folsäureprophylaxe. Ja. Die andere Ursache ist, dass die Ultraschalluntersuchungen vor der Geburt viel, viel besser geworden sind. Und dann die Frage ansteht, tragen wir das Kind aus oder nicht? Und da wird die Entscheidung häufig gegen das Kind gefällt. Deshalb sehen Sie keine mehr. Das sind ja die beiden Punkte, die ich vorher auch genannt habe. Im Gespräch mit dem Kollegen ist gesagt, die Prophylaxe der werdenden Mütter. Das ist natürlich die Folsäure, den Begriff habe ich nicht genannt, plus die Pränataldiagnostik. Das sind genau die, deswegen sehen wir wesentlich weniger. Und der entscheidende Schritt ist die Folsäure. Das ist das Entscheidende. Oder das, was den größten Teil davon ausmacht. Bitte schön. Ja, ich möchte nochmal auf die Spina bifida kommen. Ich habe in der Vorlesung immer gesagt, das ist also ein inkompletter Schluss der Neuralrinne, früh embryonal. Und der gibt es in allen Abstufungen und habe den Studenten gesagt, wenn sie im Schwimmbad jemanden sehen, der ein Haarbüschel auf dem Steiß hat, dann ist das ein bisschen Ektoderm, was sich da hinaus verirrt hat. Und nun war es ein Aha-Effekt später, die Hunderasse Rhodesian Ridgeback, die wird gezüchtet und soll so ein Ritsch eben auf so eine Leiste von Haaren auf dem Rücken haben. Und da spielt sich das genauso von völlig missbildeten Jungen bis zu diesem Haarbüschel ab. Ist also, das war ein Aha-Effekt. Okay. Und dann das noch was ganz anderes. Der Hund hat keine Cauda equina. Und daher gibt es die Dackellähme. Die Wirbelsäule geht eigentlich Rückenmark geht eben durch bis zum Ende. Und die Erschütterungen bei kurzbeinigen Hunden, kurzbeinigen Rassen jeglicher Art, die zerrütten dann das Rückenmark und das kommt also zu der bekannten Erkrankung der Dackellähme. Okay. Ja. Wenn es interessant zu hören, Rhodesian Ridgeback kenne ich, ist ein sehr elegant aussehender Hund. Ich wusste nicht, dass der eine dysgraphische Störung hat. Aber das ist hier oben einmal bitte. Ja, als ich vor 15 Jahren beide Hüfte erneuert bekommen musste, Degeneration wegen meines Sportes, die ich mein Leben lang intensiv betrieben habe, da gab es in Frankfurt eine besondere Neuigkeit, da schwärmten alle davon, wir machen das mit einem Roboter. Das ist schief gelaufen. Ich war ja so froh, dass ich nicht in Frankfurt wohne, denn es mussten in Frankfurt an der Uniklinik mehrere hundert zum zweiten Mal operiert werden. Und zwar aus einem einfachen Grunde, wo bei dem Roboter-Einsatz ein Zehntel Millimeter falsch war. Jetzt habe ich die Frage an Sie, Sie haben ja von der Robotonik einige Beispiele gegeben. Gibt es solche Fälle auch in Ihrer Erfahrung, das ist ja alles ein bisschen kleiner dann für die Wirbelsäule. Kann man sich auf die Robotonik hundertprozentig verlassen? Also wir sind noch weit weg von dem in der Wirbelsäulenchirurgie mit der Robotik, von dem, was der Robodoc an der Hüfte gemacht hat. Und das mit dem Robodoc an der Hüfte, das ist ja ein Problem, was dann relativ klar bekannt oder relativ rasch klar war, was da passiert, dass letztendlich der Algorithmus oder die Methodik, in der der Roboter da gearbeitet hat, einfach nicht adäquat war und dass jeder Operateur besser hinbringt. Sodass man, dass das Konzept, was man da verfolgt hat, ein falsches war. Das weiß ja jeder, dass es diese Probleme gab und deswegen ist man natürlich auch mit robotischen Verfahren vorsichtig und zurückhaltend. Was wir momentan in der Wirbelsäulenchirurgie erleben, ist, dass sich diese Dinge relativ langsam entwickeln und man Schritt für Schritt versucht, diese Konzepte weiterzudenken. Wir haben inzwischen momentan kein einziges autonom arbeitendes System.
Das heißt, der Roboter macht nichts alleine, was wirklich an der Wirbelsäule ein Eingriff wäre, sondern wir haben bislang passive Systeme, die uns Richtungen vorgeben. Dieser Roboter, den können Sie dem zeigen Sie vorher an, in der Planung, im Bild, ich will in 30 Grad auf der rechten Seite in den Pedikel L2 kommen. Und dann fährt er dahin mit so einem Röhrchen und zeigt Ihnen, gut, wenn Sie dahin wollen, müssen Sie nur dem Röhrchen entlang, dann sind Sie da. Und das sind Dinge, die wir momentan noch kontrollieren, wo wir einen doppelten Boden eingebaut haben. Ist aber nicht so, dass der Roboter irgendwas Autonomes macht. Das ist das, wo wir momentan stehen. Und das wird sich langsam weiterentwickeln und wir werden wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, wo der Roboter unter menschlicher Kontrolle dann auch was Autonomes macht. Wir können es dann semi-autonom nennen, dass er irgendwo tatsächlich eine Schraube reinbohrt, aber nachdem er dorthin gefahren ist, die Schraube aufgesetzt hat, der Operateur ein Röntgenbild macht, schaut, ja, das sieht richtig aus und dann auf ein Pedal tritt und dem Roboter sagt, gut, jetzt schraubt die da rein. Und ich glaube, das sind die nächsten Schritte, wohin wir uns weiterentwickeln werden und das langsam, um eben die entsprechenden Sicherheitsaspekte zu würdigen und hier nicht in ein Problem reinzulaufen, wie das beim Robodoc der Fall war. Wo sind wir? Hier vorne. Ja, Herr Ringel, darf ich noch was sagen oder fragen? Sie haben ja sehr klar die Indikation für die Neuro- oder sagen für die orthopädische oder neurochirurgische Behandlung der Wirbelsäule gebracht. Wenn Sie alle Patienten mit Rückenschmerzen mal nehmen, also im weitesten Sinne, wird wohl nur ein kleiner Teil zu operieren sein. Bei welchen würden Sie eine Indikation sehen, heutzutage eine klare Indikation? Und welche Diagnostik muss man auf jeden Fall haben, um Herrn Brockmann, wo wird er erst hingeschickt, was muss Herr Brockmann liefern, dass Sie sagen, den würden wir operieren und der profitiert von der Operation? Also das, was so richtig klar ist, wo wir auch sehen, dass da machen wir sehr viel, sind die lumbaren Spinalkanalstenosen. Und das sind Operationen, die wirklich gut helfen. Das ist eine Verschleißerkrankung des fortgeschrittenen Alters, wo der Spinalkanal eng wird und belastungsabhängig Beschwerden auftreten. Und da sehen wir ganz klar, dass das sehr gut funktioniert und haben sehr gute Daten, dass das gut funktioniert. Ein Grund, also Wirbelsäulenchirurgie ist ja auch in die öffentliche Kritik gekommen. Es wird viel zu viel operiert, es wird überall operiert, es wird viel zu viel gemacht. Aber wenn wir uns gerade die Spinalkanalstenosen anschauen, dann ist das eine Patientengruppe, wo man vor 20 Jahren gesagt hätte, das tut jetzt beim Gehen weh, die Gefäße sind es nicht, nehmen Sie halt einen Stock. Und dann ging es mit ein halbes Jahr mit dem Stock ganz gut und ab dann war es dann der Fernsehsessel. Heute sind das natürlich Patienten, die auch wollen auf den Golfplatz gehen, aktiv sein, Fahrrad fahren und das funktioniert wieder. Damit können wir tatsächlich erheblich was für die Mobilität dieser Patienten erreichen. Und das Wissen darüber und die Vigilanz dafür, dass es dieses Problem gibt, tatsächlich oder in welcher Häufigkeit es gibt, hat dazu geführt, dass auch die Zahlen in der Versorgung dieser Stenosen deutlich angestiegen sind. Was wir an Diagnostik brauchen, ist für diese einfachen Dinge wie eine lumbale Stenose, da braucht man das Hauptdiagnostikum ist ein MRT. Eventuell in den einen oder anderen Fällen braucht man zusätzlich ein CT, aber Haupt- und Primärdiagnostik ist mal die Kernspintomographie. Und dann wenn man auf diesen großen Bereich, das gibt es einen großen Teil Rückenschmerz, wo ich ja auch was gezeigt habe, wo es nichts bringt, ist dieser unspezifische Rückenschmerz, wo man nicht richtig was findet. Und das gibt es sehr, sehr häufig. Patienten, die über viele Jahre hinweg Rückenschmerzen haben, man macht Bilder, man sieht, ja, da ist ein bisschen was, die Bandscheibe ist vom Signal etwas verändert, aber es ist kein Vorfall, es ist keine Stenose, es ist kein Wirbelgleiten da. Und das sind Dinge, wo man sehr zurückhaltend sein muss mit operativen Indikationen, die, wo es keine klaren strukturellen Veränderungen gibt, die das erklären, da sollte man nicht anfangen, viel Chirurgie zum Einsatz zu bringen, in dem Wunsch da zu helfen. Und dann, was noch die Diagnostik angeht, wenn das je größer und umfassender das wird, was man an operativer Versorgung braucht, so ein Fall, wie ich vorher angesprochen habe, man muss tatsächlich eine degenerative Deformität versorgen, große operative Versorgung, dann brauchen wir neben der Basisdiagnostik mit einem MR und einem CT auch Wirbelsäulen-Ganzaufnahmen, wo wir dann diese Dinge wie sagittale Balance sehen können, wie steht die Wirbelsäule im Raum, wie ist das balanciert, um das entsprechend zu korrigieren. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Sie sagten, dass Sie in der Robotertechnologie also sehr langsam vorangehen und schrittweise. Woher bekommen Sie denn die technischen Partner,
Sind das auch technische Universitäten oder ist das die Industrie? Und das, wenn die Industrie ist es, die braucht ja auch immer Geld, ja? Das ist der Vorteil, die haben ja Geld. Nein, es ist tatsächlich viel Industrie dabei, die... Also wir haben in anderen Bereichen natürlich auch Partner in technischen Universitäten, wo wir uns momentan mit Projekten beschäftigen, mit der Modellierung von Wirbelsäule, mit der Modellierung von Wirbelsäulenerkrankungen. Was jetzt die Robotertechnologie angeht, ist es tatsächlich so, dass die Firmen da aktiv sind, aber auch sehr vernünftig aktiv sind. Das muss man natürlich immer hinterfragen, dass sie nicht zu sehr es vorantreiben, schnell ein Produkt auf den Markt zu bringen, sondern die meisten haben ja tatsächlich gelernt und sind in ihren Schritten, wie sie das weiterentwickeln, relativ konservativ und haben in meistens Beratungsboards dabei aus einer größeren Gruppe von Medizinern, die halt auch das mit entsprechend steuern können. Aber das ist das, wo sich momentan die Entwicklungen tun und die technischen Grundvoraussetzungen, was Robotik angeht, die haben wir. Die haben so einen KUKA-Roboter, der könnte alles an der Wirbelsäule machen, was man sich da vorstellen könnte. Nur das in die entsprechenden Algorithmen zu fassen, das entsprechend auszubremsen, so das sind momentan die Aufgaben, die wir da haben, um das in kleinen Schritten vorwärts zu bringen. Und ja, es ist mit Industrie. Ich habe eine Frage zu der Metastasenchirurgie. An der Wirbelsäule. Hier. An der Wirbelsäule. Metastase heißt ja Streuung im ganzen Körper, nicht nur an dieser einen Wirbelsäulestelle. Bringt es wirklich etwas, durch diesen Tumor dann durchzuschneiden, weiter zu streuen? Und hat das wirklich für die Lebenserwartung des Patienten einen entscheidenden Vorteil? Da sprechen wir über wenn man insgesamt Metastasenchirurgie sagt, dann ist das ja auch ein breites oder ein großes Fass, was wir aufmachen. Es gibt zum Beispiel Situationen, Nierenzellkarzinom. Wir wissen, dass Nierenzellkarzinome sehr spät metastasieren können und dass sie auch dazu tendieren, singuläre Metastasen irgendwo zu machen. Und wir wissen auch, dass wenn wir einen Patienten mit einem Nierenzellkarzinom haben, was man in der Wirbelsäule, was man komplett rausmachen könnte, in einem Block, in einem Stück, dass wir damit eine sehr gute lokale Kontrolle erreichen. Das sind zu wenige, um dann tatsächlich zu sagen, bringt das fürs Überleben was. Der Tumorerkrankung an sich. Aber was die lokalen Kontrollraten da angeht, funktioniert das sehr gut. Jetzt ist es natürlich so, dass die meisten der Wirbelsäulenmetastasen nicht sind, was solitär irgendwo an einer Stelle kommt, sondern was multiple metastasiert ist an der Wirbelsäule, was gerade Prostatakarzinom sehen wir relativ regelmäßig viele Metastasen an der Wirbelsäule, was die Nummer 1 Stelle für Metastasen ist. Und da geht es nicht so darum, tatsächlich die Prognose der Erkrankung zu verbessern, sondern die Symptomatik zu kontrollieren. Und das sind ja Symptome im Sinne von neurologischen Ausfällen mit einem Querschnitt oder einer inkompletten Querschnittssymptomatik. Patienten, die dann zwar ihre Beine noch mit verminderter Kraft bewegen können, aber nicht mehr selbstständig stehfähig und gehfähig sind. Und zum anderen auch Schmerzkontrolle durch Wiederherstellung der Stabilität einzelner Wirbelsäulensegmente. Und das ist das, was ich mit dieser Kurve auch zeigen wollte. Da geht es um Neurologie, die wir mit der Operation sehr gut kontrollieren können. Oder wo wir in denen, wenn wir das richtig auswählen, die Patienten richtig auswählen, sehr gut was erreichen können. Nicht in der onkologischen Kontrolle der Grunderkrankung. Aber was wieder onkologisch eine Rolle spielt, ist, dass man teilweise auch über geringe Bereiche lokalisierte Wirbelsäulenmetastasen heute sehr gut mit einer hochenergetischen Einzeitbestrahlung bestrahlen kann, also mit einer radiochirurgischen Maßnahme. Und dafür wiederum ist es wichtig, die Metastase möglichst weit weg vom Rückenmark zu bekommen. Das ist ein weiterer Punkt, wo wir operativ tätig werden, um einfach diese Risikostrukturen für Bestrahlung zu schonen. Und man dann das Konzept Separation Surgery nennt sich das, Metastase möglichst weit weg vom Rückenmark zu kriegen, um dann die idealen Grundvoraussetzungen für eine hochenergetische Bestrahlung zu schaffen. Gibt es noch Fragen? Dann vielleicht letzte Frage, die nächsten 20 Jahre. Es geht so weit, es wird grandios. Ja, dann denke ich, haben wir Ihnen beiden zu danken. Sie haben ein wunderbares Bild abgegeben vom modernen Chirurg.
Er ist interdisziplinär und er ist evidenzbasiert. Und ich glaube, da hat sich doch viel getan, wenn ich an meine Generation, also 20 Jahre zurückdenke. Und das ist eigentlich ein sehr vertrauensvolles Bild, das Sie uns gegeben haben. Vielen Dank. Es ist üblich, dass die Medizin... Ja. Ich wollte auch Ihnen danken. Sie haben sehr gut diskutiert, fand ich heute, nicht? Auch die Sache nochmal klargestellt. Die Medizinische Gesellschaft bedankt sich mit zwei kleinen Büchern, die unsere Chefherausgeberin, die Frau Professor Seibert-Grafe, verfasst und betreut. Wenn Sie auch solche kleinen Bücher haben wollen, kosten 10 Euro. Frau Seibert-Grafe ist da und Sie können etwas erwerben zur Epigenetik, zur künstlichen, nicht zur künstlichen, sondern zur Ernährung und zur Bewegung. Und dann haben wir noch eins über die Philosophen Jaspers und Leibniz. Also können Sie erwerben und dadurch auch die Medizinische Gesellschaft unterstützen. Wenn Sie sich sonst unterstützen wollen, dann werden Sie Mitglied. Sie brauchen kein Arzt sein. Es könnte jeder, der an der Medizinischen Gesellschaft interessiert ist, Mitglied werden. Jahresbeitrag kostet 20 Euro. Damit unterstützen Sie diese Veranstaltung, kriegen dann Informationen über die nächsten Veranstaltungen. Und jetzt bräuchten wir eigentlich dieses Bild, das auf die nächste Veranstaltung hinweist, ist ein anderes Thema, das aber vielleicht doch zumindest den christlich orientierten Arzt interessiert. Das ist das Leid, das wir ja als Ärzte immer vor uns Augen haben. Und wenn Sie hier durchs Klinikum gehen, dann sehen Sie das Leid massiert. Und die Allmacht Gottes an dieser Frage haben sich ja schon seit Hain die Menschen abgearbeitet, die Theologen und die Philosophen. Und wir haben jetzt einen Philosophen oder eine Philosophin, die Frau Professor Dreyer, die Sie wahrscheinlich kennen, unsere Vizepräsidentin, die hat sich über das Thema habilitiert, also seit ihrem ganzen Leben befasst sich mit der Frage das Leid und die Allmacht Gottes. Und natürlich muss in diesem Zusammenhang ein Theologe zur Sprache kommen, denn für einen Theologen gibt es keinen Zweifel, dass Gott existiert. Und er muss sich dann die Frage auch gefallen lassen, ja, was denkt sich denn Gott bei dem vielen Leid? Und da kommt Herr Privatdozent Dennebaum, er ist der Regens, wie man sagt, des hiesigen Priesterseminars. Und die beiden werden sich der Frage annehmen. Und ich hoffe, dass wir dann etwas gescheiter, klüger rauskommen. Oder vielleicht müssen wir auch unsere eigene Antwort finden. Das Ganze findet heute in 14 Tagen hier im Hörsaal statt. Ich hoffe, Sie kommen alle wieder. Und jetzt hoffe ich, Sie kommen gut nach Hause. Und Ihre Wirbelsäule macht Ihnen keinen Strich durch die Rechnung. Ja. Yeah.